Damit herzlich willkommen zurück zu MMM Minecraft Megamine. Ich habe den Namen nicht mal auf die Schüssel gekriegt. Wir haben den ersten Part heute hochgeladen. Und wow, Jörg ist da! Yay! Geschi ist immer noch nicht zu Hause und ja. Jenny haben wir dieses Mal gar nicht gefragt. Hä? Jenny haben wir dieses Mal gar nicht gefragt. Karotten sind fertig. Nee, die muss irgendwie was ausdrücken. Sie antwortet auch nicht. Ich habe sie gefragt, ob sie Bock auf Minecraft heute hat und sie hat nicht geantwortet. Okay. Gut. Ich habe noch kurz die Schweine gefüttert und ein bisschen, 3 Stück habe ich getötet. Scheiße, Mann, ich bin auf die eine Kürbispflanze gesprungen. Genius. Aber ich habe da 2 Kürbiskerne wieder bekommen von. Alter, der Kakao wächst richtig schnell. Leaf. Kann man irgendwas Sinnvolles aus Kakaobohnen machen, außer Kekse? Kekse. Außer Kekse. Cookie! Was? Was brauchen wir für Cookies alles? Weizen, Zucker und... Ich weiß gar nicht, ob wir Zucker brauchen dafür. Ich übersetze Kekse nur immer mit Zucker. Zucker haben wir auch todesviel. Wir haben Zuckerrohr ein bisschen. Ja. Und meine erste Schaufel ist im Arsch. Ich sammle gerade wieder Clay für gewisse Bauprojekte. Einmal das Hühnergehege rein und ein paar Eier holen. 8 Eier direkt. Hühner müssen wir eigentlich nicht schlachten, aber ich habe also das hier einfach mal da. So, dann werde ich jetzt erstmal den Eimer. Ja, kurz ein Diamantschwert, der erstmal übertreibt. Ich habe noch ein Steinschwert, ein Diamantschwert. Ich habe ein Eisenschwert, du hast ein Steinschwert. Ich habe mir noch kein Eisenschwert gebaut. So, wo baue ich denn das hier mal an? Hast du ein Problem mit, wenn ich vor unserem Lagerhaus Zuckerrohr anbaue? Machst du, dass du passt. Weil ich finde, das sieht dann gar nicht so schlecht aus. Das kann man ruhig machen. Mach's einfach. Okay, wenn's mir nicht gefällt, reiß ich's weg. Du kennst mich. Machst du eh nicht. Der Server hat gerade geleckt. Ich mach ihn am besten. Am besten so viel. So, das kann man machen. Wo bist du eigentlich gerade? Ich farm gerade Lehm. So, bist du der da draußen mit dem Boot? Der hier? Ja. Ja. Wir haben keine Bohrinseln für Öl, wir haben Bohrinseln für Clay. Ja. Und die Bohrinsel heißt Dr. Fisch. Dr. Fisch, die vierte bitte. Die vierte? Ich weiß nicht, wie viel da jetzt ist. Ich gucke manchmal auf der dünnen Map nach, wo noch Lehmquellen sind. Lehmquellen sind beschränkt, so wie Erdöl. Erdöl, Kapital, ficke deine Mutter, diese Hurentochter-Vagina. Das geht ja sowieso nicht. Nee. Ich weiß nicht, wovon du redest. Geht ja auch gar nichts an. So. Boah, ich hab grad richtig Bock auf Musik gekriegt. Ah, fuck, ich trink schon wieder. Ich trinke übrigens dauernd. Ich hätte voll Bock auf so ein asiatisches Stadt. Nein, meins! Was? So ein asiatisches Stadt wäre ganz cool. Was hast du mir gerade hingeschmissen? Ein Eisenschwert oder was? Ja, ein Eisenschwert. Dankeschön. Ich habe zwar 10 Diamanten dabei von dir und könnte mir ein Diamantschwert bauen. Ich baue einfach nichts aus Diamanten. Nein. Weil die mir viel zu wertvoll sind. Ich brauche was zu essen. Aus dem Weg, Schafi. Melonen. Es wird übrigens Nacht. Ja, es wird jetzt schon Nacht. Alle 8 Minuten. Mach dir doch Schuhe. Like a Kirschi. Kommt ihr jetzt langsam wieder her? Pennen gehen? Ja, ich komme. Ich bin gerade auf dem Rückweg. Wo ist mein Boot? Da ist mein Boot. Zum Glück kann ich den Chat nochmal auf der Dynamic Map lesen von Jörg. Ich lese alles doppelt. Alter, der Kakao wächst viel zu schnell. Wieso? Das ist einfach todesnervig. Wir brauchen ganz dringend einen Steg, ey. Ja, mach halt einen. Kommt demnächst, ich hasse Stege. Moment mal, ja, stimmt, wir haben ja noch ein bisschen so, dann. Alter, ich hab schon wieder Hunger, ich hab gerade erst gegessen. Ich bin nicht gerannt. Auf gar keinen Fall im Wasser. Ich bin nicht gerannt. Ich glaube, durch das Schwimmen verlierst du auch ziemlich viel, indem du springst. Naja, gucken wir doch mal gleich in unser Inventar. Wir schreiben erstmal in den Chat. Ich hab jetzt schon wieder 4 Stacks Clay.
Hätte ich jetzt noch Wir eine könnten Clay verkaufen. verzauberte Spitzhacke, dann hätten wir jetzt so viel Clay, dass ich den scheißen könnte. Ich scheiß einfach hauptberuflich Clay, so wie wir hauptberuflich Taxis wie blockieren. Wie baut man einen Verzauberungstisch? Obsidian, 2, Holz und Diamanten. Moment mal, wo Glaube ist ich. Es? Ich such mal nach. Nun endlich Lavaquell kann man nicht machen, oder? Nein. Das ist doof. Den Marktforscher wissen. Okay, Freddy steigt nicht drauf ein. Ihr würdet Le Fischi vermissen. Ja, Le Fischi nicht. Ja. Ich gehe jetzt mal zum nächsten Lavapool. Komm nach unten, Freddy. Gibt's da auch Lava? Er hat wahrscheinlich Obsidian gefunden und du hast eine Diamantspitzhacke. Das kann sein. Aber es tut mir leid, dass ich lebe. Hier ist Lava und Wasser. Ja. Und Pisse? Gibt's da auch Pisse? Weil es ist Stirin, ich mag den Geschmack. Genau, nebeneinander. Nice. Dann können wir ein bisschen. Können wir uns auch ein Portal bauen, ne? Ja, dann können wir uns. Wo wollen wir es hinbauen? In die Mine. Das halt macht immer so nervige Geräusche am Haus, das hasse ich. Was hast du noch nicht gefunden? Aber ach, Pisse. Pisse. Hat jemand was zu essen mit? Ja, und 64 Melonen. Die brauche ich auch. Ich habe erstmal schon sämtlichen Clay aus dem ganzen See abgegraben, nur für Ziegelsteine. Ich finde das neue, das, also ich weiß nicht, wie neu das von Minecraft, dass dann so unten alles dunkel ist und so Partikel durch die Luft, das finde ich voll geil eigentlich. Ich bin einfach mal aufgefallen, als ich die neue Version gespielt habe. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Wenn man ganz tief, also wenn man fast beim Bedrock ist, dann kommt das. Ist doch schon ewig so. Nein. Boah, leck der Servergott, ey. Oh Gott, ein bisschen was ab. Jörg, bist du gerade in einen neuen Chunk gegangen, zufällig? Und das macht Jörg den ganzen Tag, was ich gerade mache. Dafür kriegt er sein Minecraft-Geld von uns. Wir sollten ihm... Welche Höhle? Finden. Die er mit uns zusammen erkunden wollte, wahrscheinlich. Aber wieso wollen wir in die Höhle erkunden? Ich dachte, wir wollen erstmal weitermachen. Ja, genau! Ich bin kilometerweit von der Seerose entfernt und mein Boot geht kaputt. Fick dich. Jetzt kann ich zurück schwimmen, ey. Geh ich doch an Land. Schwimmen tut man extrem langsam. Oh, hier sind schöne Blumen. Danke, Boot. Man kann übrigens nicht so wirklich das hier zu Obsidian machen. Warum? Weil Jörg das ganze Wasser abbaut und hier sind keine Wasserquellen, die ich mitnehmen kann. Noch da unten, Moment. Mach ich auch Lapis Lazuli da. So, jetzt kann ich da. Dupti-dupti-du. Das war nur Cobblestone? Okay, du musst es auf stehendes auf stehende Lava. Ja, das weiß ich. Ich habe auch einen Obsidian bekommen. Gut. Dauert richtig lang, Obsidian abzubauen, oder? Ja. Yeah. Ich weiß nicht genau, wie lange ich gucke, ja, Minecraft Let's Plays nur mit Mods. Da geht das schneller? Naja, wenn du Effizienz auf einer Spitzhacke hast, Effizienz 5 oder so, dann macht das brrrrt abgebaut. Ich habe übrigens noch Emeralds gefunden. Ich wollte gerade sagen, ich kann den Ofen nicht öffnen. Hauptsache, also wir haben eine ziemlich gute Höhle hier. Hauptsache, ihr packt erstmal Todes viel Kohle in jeden Ofen. Ich hab einfach die ganze Kohle, die wir hatten, halbiert und da reingepackt. Ja, ich pack sie gerade auseinander und pack sie so rein, dass sie immer genau einen 64er Stack braten. Wollen die aus den anderen Städten, so 2 bis 3 Leute gehen bei denen immer meinen und wir haben gerade mal 2 bis 3 Leute. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Der Rest ist in der Kiste. Welcher Rest? Von der Kohle? Ah, die Kiste wahrscheinlich, die offen steht. Oh, unser Schaf ist da. Ja, da ist relativ viel Kohle drin. Und Charcoal von mir. Gut, ich kann jetzt warten, bis der Clay durchgebraten ist. In der Zeit packe ich auch nochmal anderen Clay weg. Wo haben wir den Clay hingepackt? Zu Baumaterialien. Ich habe ein bisschen mehr Clay jetzt gesammelt.
Gut. Scheiße, scheiße, oh mein Gott, oh mein Gott. Während der Zeit fange ich schon mal an, habe ich Holztreppen auch nicht dabei. Ich packe auch mal alle Eisen-Nuggets weg und so. Das dahin, nein, das drauf. Kannst du mir was zuerst in die Mine bringen? Kann ich tun, ja, gerne. Was brauchst du denn und wie viel? Am besten Schweinefleisch. Also Essen. Ich habe jetzt 4 Dingsäcke, also bring mal am besten 5 oder Fleisch. Ich bring dir 4, scheiße, Mann, 4 Fleisch mit. Bring mal bitte einen Lava zum Vernichten mit hoch. Okay. Ist die Mine tief? Ja. Oh shit. Hier seht ihr übrigens, was Jörg alles angerichtet hat auf diesem Server schon. Bei ihm lag das also, weil er einfach alles abbaut. Ist das Ding tief. Ich meine, Alter, hier sind einfach so mal 15 Eisen, nein, keine Ahnung wie viel Eisen. Sieht aber ziemlich viel aus, Eisen zusammen. Wo seid ihr? Unten an der, den Doppelgang und dann nach links, glaube ich. Gibst du mir gleich, Lava mit einem Eimer? Jo. Ich weiß aber nicht, wo die nächste Lava ist. Kannst du bitte auf mich zu schlagen? Du hast gesagt, du weißt nicht, wo die nächste Lava ist. Ja, warum schlägst du mich dann? Dann finde ich es auch nicht raus. Da unter. Unter dem Block hier. Das Fließen kann ich nicht nehmen. Ja, unter dem Block. Willst du runtergehen? Ja. Gerne. Oh, das Lapis. Geil. Ich habe auch schon ein Lapis hier abgebaut. Ja, oh, wir haben auch oben schon was. Dankeschön. Hast du noch einen Eimer hier unten? Ja, noch 2 Stück. Nice. Wollen wir die ersten Redstone-Fallen schon bauen? Noch nicht. Immer mehr, ey. Immer mehr. Ich bin Multimillionär hier. Yeah. Was? Ja, das können wir jetzt hier nicht veröffentlichen. Copyright. Shit. Sorry, Entschuldigung, dass ich lebe. Jetzt wird Shindy dich verklagen und Bushido auch. Shindy, weil es ja auch von Shindy kommt. Was? Shindy, weil es ja auch von Shindy kommt. Aber Bushido hat die Musik, weil er dich rausgebracht hat, weil es ein Label ist. Ja. Hä? Bushido hat das auch gesagt, oder nicht? Ja, klar. Keine Ahnung, ich glaube, es haben beide mal gesagt. Okay, bei Shindy habe ich es noch nie gehört. Ich bin mir nicht sicher, also. Haben die das nicht auch immer mehr gemacht? Keine Ahnung. Plan. Ich weiß nicht, wo packe ich denn das Lava-Ding mal hin? Ich baue einen Eisenzaun jetzt erstmal. Was baust du? Ein Eisenzaun. Wie tief muss Lava sein, damit sie Holz nicht mehr verbrennt? Weiß ich nicht. Lass das lieber eine Schmiede. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin gerade fast verbrannt, weil ich noch ein Stück Obsidian retten wollte. Ich weiß, das ist nicht meine beste Idee. Es tut mir leid, dass ich lebe, aber es ist passiert. Ich pack das jetzt mal sehr tief hier hin. Moment. Lass doch einfach als nächstes eine Schmiede bauen. Aus ich hab's jetzt, Cleanstone aber. Ich hab's jetzt ein bisschen weiter nach unten gepackt. Dürfte jetzt eigentlich nicht mehr abbrennen. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4 oder 5 Blöcke unterm Holz. Wie viel braucht man nochmal für Obsidian, für ein Nether-Portal? 10. 3, 6, 7, 8, 10, ja. 3 hoch, 6, ja, 10. Und ich hab 4. Ressourcen, warte mal. Ja. Jörg, hast du irgendwo ein bisschen Lava? Weißt noch, wo was ist vielleicht? Das ist doof. Wir haben jetzt 16 Eisenzäune übrigens. AKA 15. Was willst du machen mit den Eisenzäunen? Ein Itemverbrenner. Warum mit Zäune? Ja, es klappt nicht. Weil man sich da drauf stellen kann und nicht runterfällt und trotzdem den Dingens reinwerfen kann. Wir haben jetzt sozusagen Müllschacht. Okay. Kannst du dir mal angucken. Ist direkt bei in der Schmiede, wenn du reinkommst, rechts. Wir haben eine Schmiede schon? Entschuldigung, wir nehmen Dingens in der im Lagerhaus. Wo wollten wir die Schmiede hinpacken? Die wollten wir oben neben die Mine packen, ne? Ihr habt noch gar keine Position dafür ausgearbeitet. Aber neben der Mine passt gut, finde ich, also. Links neben der Mine. Aber die sollten wir mit Cleanstone bauen, weil es besser aussieht. Ja, auf jeden Fall.
Cleanstone als Fenstereisen. Was? Cleanstone und als Fenstereisen. Nee, ich würde sagen, wir können auch Fenster einbauen, aber im Lava-Bereich möchte ich dann Zäune bauen. Ja, auf jeden Fall. Es frisst gleich nachts. Ich weiß. Brickstone. Oder Bricks. Nee, Brickstone finde ich nicht so. Ich finde also, Brickstone auch Stone, geil, aber... Stonebricks könnten wir machen, aber nicht so normale, die man aus Clay macht. Willst du dich nicht verarschen? Ja, er meint ja Stonebricks. Ja, das ist ja okay. Das... Kannst du bitte auf in meiner Fresse rumzulaufen? Jetzt komm, es wird Nacht. Kannst du ja hier mal kurz reingucken? Hier ist das. Der Item-Verwerter, sag ich jetzt mal. Verwerter. Du hast das scheiß Tor aufgelassen! Einmal! Sorry, dass ich lebe, aber du bist nach mir rein? Nein, ich bin vor dir rein. Ich hab das Schafseis, das... Manchmal. Kennst du das, wenn die Scheiße hier einfach nicht drauf reagieren? Hallo, hier hat eine verdammte Karotte! Okay, das tötet das Schwein. Welches Schwein? Weiß nicht, wovon du redest. Was für ein Schwein? Gut. Ist Jörg noch in der Mine oder pennt er schon? Guck mal ganz kurz hier rein. Er ist nicht im Haus. Da. Du kannst nicht reinfallen, kannst deine Items reinwerfen. Guck hier, so musst du in die Ecke werfen. Dann fällt's cool runter. Habe ich noch Crab dabei? Nein, habe ich nicht. Ich bin unterwegs. Okay, komm, Freddy, wir gehen schon mal ins Haus. Bevor die ersten Creepers kommen. Zombie. Ich weiß nicht wo. Oh ne, ich höre ihn nur. Hört sich noch unter unserem Haus an. Ja, kann sein. Kannst du schlafen? Ja, nein, kann ich nicht. Sind Monster in der Nähe. Vielleicht, warte, ich weiß wo. Auf dem Dachboden? Ja, da dürft ihr beide nicht hoch. Gib mir mal eine Fackel, Freddy. Gib mir mal eine Fackel. Danke. Ja, nimm halt nicht meine, du Assi. Warum dürfen wir dabei nicht hochgehen? Dürft ihr nicht. Warum? Ist das ein Gärtnergeheimnis? Da ist ein Gärtnergold. Mach ich. Da ist Gärtnergold. Da habe ich mein ganzes Gärtnergold versteckt. Ihr dürft da wirklich nicht hoch. Warum? Dürft ihr einfach nicht. Ja, ich weiß. Ich habe auch gerade den Zombie getötet. Hast du eine, hat er seine geheime Kiste? Nein, eine Kiste habe ich da oben wirklich nicht. Was hast du denn dann da sonst? Geht dich nichts an. Wieso? Ich gucke einfach nach. Nein, guckst du nicht. Wieso? Lass es bitte einfach. Siehst du, wenn wir irgendwann mal das Haus abreißen? Wir werden es nie abreißen. Das ist der Plan. Jedes Mal. Da vorne ist ein Typ, Hilfe! Wo? Bei der Mine. Ich komm kurz hin, warte. Komm, den bumsen wir mal eben kurz. Wo ist denn der? Weiß ich nicht. Ey du, Aschlack. Ach, der ist im Wasser. Er ist tot, Freddy. Ja, danke. Wir brauchen dringend Kühe, Alter. Wieso? Ich Kühe liebe. Ja, dann hol welche ran. Ich weiß nicht mal, wo die gibt. Ich weiß nicht mal, wo die gibt. Die waren letztes Mal da, wo wir hergekommen sind. Da waren ganz viele. So, ich muss also ganz kurz warten, bis die ganzen Sachen durchgebrannt sind. Nein, Jörg, da ist alles voll. Ich habe 39 Eisen mit. Wofür brauchst du denn den Platz in den Öfen? Hä, was? Warum hast du die ganze scheiß Kohle da rausgenommen? Weil man sie wieder reinlegen kann. Ja, und warum packst du überhaupt raus? Soll ich dir mal was sagen? Was? Darum. Ach, manche Leute. Ich habe gerade noch Holzachs aufgehoben. Cool. Rottenflash brauchen wir. Wir brauchen alles. Okay, Rotten Flash. Ich verstehe nur nicht, warum man sich daraus kein Leder brennen kann.
Was soll ich Dings entpacken? Obsidian zu Ressourcen? Ja. Hat irgendjemand von euch Bricks gerade rausgenommen? Jörg, hast du Bricks dabei? Ja, ist aber mal im Ernst, wieso hast du die ganze Kohle rausgenommen? Weiß ich nicht. Jörg, hast du Bricks dabei? Weil es immer noch nicht Ticket ist. Ja, aber bei Dingens bringst du doch auch. TT9. TT9, okay. Da sind auch Mods erlaubt, ja. Ist ja ein guter Server. Der Timer hat übrigens gerade geklingelt. Okay, gut. Dann sehen wir uns demnächst wieder. Tschüss. Ciao. Genau, Jörg sagt erst gar nicht Tschüss.